Oh, endlich, da wird was frei. Oh. Jungs, ich platze gerade fast vor Stolz. Euer erster Ball. Bald seid ihr richtige Männer. Aber das Mannsein bringt mehr mit sich, als nur schicke Klamotten kaufen zu gehen. Merkt ja, euch das. Ja, bald wachsen euch Haare auf der Brust und am Telefon hält man euch nicht mehr für Ladies. Komm schon, Miss Daisy. Eigentlich ist Miss Daisy chauffiert worden. Sie saß gar nicht selbst am Steuer. Film nie gesehen. Er heißt Miss Daisy und ihr Chauffeur. Du hast heute eine Kesse Lippe drauf, weißt du das? Hey, das ist unser Parkplatz. Was wird das? Du lässt dir den Parkplatz wegschnappen? Ach, was soll's. Jungs, eins müsst ihr euch fürs Mannsein merken. Lasst euch nie wegnehmen, was euch zusteht. Es sei denn, es ist nur ein Parkplatz und es gibt jede Menge andere. Wundervoll, Phil. Das solltest du aufschreiben. Hast du einen Lippenstift dabei? Ich mag Jay. Sind Sie verrückt? Er ist mein Kumpel. Ja, er macht mir das Leben schwer, aber das tut jeder Schwiegervater. Das Entscheidende ist, ich lasse mir nie anmerken, wie sehr er mich an den Rand des Wahnsinns treibt. Es heißt Dunphy. Hab ich doch gesagt, Dunphy. Nein, nicht Dumm. Dunphy. Dunphy. Sag Dann. Dann. Sag Vieh. Vieh. Dunphy. Dunphy. Ist das wirklich türkis? Irgendwie sieht das total grünstichig aus. Das liegt an dem Neonlicht hier drin. Darf ich damit vielleicht kurz rüber zum Lampenladen? Du darfst vor allem nicht so eine Panik schieben. Ratet mal, wer in den Anzug der Schaufensterpuppe passt und 20% weniger zahlt. Eins wusste ich über Schaufensterpuppen nicht. Die haben keinen Schniebel. Was soll das denn sein? Das ist ein netteres Wort für Penis. Nein, ich meine, was soll das sein? Eine Krawatte. Die ist türkis. Ist mir egal. Ich habe mir die erste geschnappt, die ich gesehen habe. Dann schnapp dir eine andere. Nein, jetzt finde ich sie gut. Ich fürchte, wir waren vor Ihnen da. Ich habe nur einen Artikel und ich hab's furchtbar eilig. Wir ebenfalls. Kein Thema. Machen Sie nur. Na. Ernsthaft? Ist doch nicht so wild. Und suchen Sie mir die Preise der Sachen, die ich letzte Woche gekauft habe, raus? Um Himmels Willen. Seht ihr, Jungs? Macht ihr anderen nur ein Stückchen Platz, überrennen sie euch. Oder ihr seid einfach nett. Wie in das Glücksprinzip. Filme werden nicht nach schlechten Ideen gedreht. Ich sag euch, um das, was ihr wollt, müsst ihr kämpfen. Gäbe es nur einen Job, hätte der ihn gekriegt. Dann wäre Ebbe bei den Dampfies. Dampfies. Hätte ich den Kassenzettel noch, müsste ich nicht nach den Preisen fragen. Bei dem Tempo verpasse ich noch den ersten Tanz. Und meine Hochzeit. Ich dachte, der wollte nur ein Hemd bezahlen. Sag's deinem Dad, wär's nach mir gegangen, wären wir in 10 Minuten fertig gewesen. Hast du schon gesagt. Und ich werd's wohl nochmal sagen, denn dank einem gewissen Herrn stehen wir hier noch ein. Ja, schon geschnallt. Luke, vielleicht solltest du nach einem größeren Anzug fragen, ich denn bis wir hier raus geschnallt. Sind, wird er dir nicht mehr... Bezahl den Anzug. Wo willst du hin? Luke braucht Socken. Aber bitte Türkise. Du treibst ein gefährliches Spiel. Hey, Freunde, seht mal, wer da ist. Der Typ, der uns den Parkplatz weggeschnappt hat. Verhaust du den? Ich würde ihm verhauen. Verhauen werde ich ihn nicht, aber ich werde ihm die Meinung geigen. Also passt gut auf. Wollt ihr Männer werden? Dann klärt ihr das mit einem Idioten so. Hey, Sie. Sie haben uns vorhin den Parkplatz gemobst, Freundchen. Was? Ich habe auf dem Parkplatz gewartet und Sie haben sich reingedrängt. Brauchen Sie das für Ihr Ego? Echt? Ich habe Sie nicht gesehen. Das ist keine Entschuldigung. Tut mir echt leid. Mein Hund ist heute gestorben. Ich musste ihn einschläfern lassen. Nach 14 Jahren. Er war mein Ein und Alles. Ich ertrag den Gedanken nicht, in meine verwaiste Wohnung zurückzumüssen. Deshalb laufe ich die ganze Zeit durch die Mall. Wissen Sie was? Vergessen Sie das mit dem Mopsen. Hört ihr, er war ein Mopsen. Verhauen lieber nicht. Oasis for Men? Komisch. Es klang nach einer Frage, aber Sie haben meine Antwort nicht abgewartet. Was? Ich zeig's Ihnen. Ja, ja. Sie sagen, Oasis for Men? Verstehen Sie mich? Oasis for Men? Würden Sie fragen, Oasis for Men? Würde ich sagen, ja, 2 Spritzer. Aber Sie machen so, Oasis for Men. Okay, verstehe. Verstehen Sie? Ich hab verstanden. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sprühen, bevor Sie Men sagen. So, Oasis for Men. Okay, Men. Okay, Men. Okay, Men. Aufhören. Aufhören. Men. Men. Bitte, Sir. Hey, Phil. Hey. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich hab einfach... Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Hör mal, Phil. Ich war heute vielleicht ein bisschen hart zu dir. Tut mir leid. Ich weiß noch, ich wollte alibimäßig Socken holen. Ich bin dran schuld. Ich hab dich auf die Palme gebracht. Hat mein Schwiegervater bei mir auch immer gemacht. Grauenvoll. Grandpa Lucas, der war doch ein Schatz. Ja, nachdem der Schlaganfall ihn weich gemacht hatte. Aber davor war er ein Monster. Wir haben Luke nach ihm benannt. Was ich auch gemacht habe, war falsch. Wenn ich gesagt habe weiß, hat er gesagt schwarz. Nur das Wort schwarz hat er nie in den Mund genommen, weil er nämlich ein Rassist war. Ich trage seine Uhr. Hab ihn gehasst. Gehasst.